Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Ich bin euer Zelda-Junge und wir sind wieder am Start mit unserem Ocarina of Time Gold Quest Projekt, also dem ultimativen Hack hier quasi, mit dem Death Wheel wieder am Start und ich begrüße euch alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen. So, wir sind im Wassertempel, haben im letzten Stream hier aufgehört und ja, wir waren eigentlich schon fertig hier mit dem Abschnitt. Da hinten hat man dann gegen den Schattenlink gekämpft. Leider sind wir da nicht weitergekommen, weil wir die Krafthandschuhe brauchen. Ich habe deswegen jetzt hier erstmal ein Varores Sturm errichtet. Ich glaube, es ist halt Varores Sturm, das Ding. Und die Susanne, die hat hier schon wieder Gönjamin. Ich weiß nicht, was mit der Susanne immer los ist. Die haut hier die Dinger raus. Aber hey, was beschwere ich mich? Vielen Dank, Susanne. Vielen lieben Dank. So. Wir grinden hier langsam mal runter. Die Susanne. Oh. Da. War ein schwarzes Loch. Ups. Sorry, meine Finger haben gezückt. Ja, passiert mir auch öfter mal. So. Achso, wir müssen ja noch drehen, ne? Hallo, Alcazar. Wir müssen noch drehen. Habe ich schon wieder vergessen. Ich mach mal kurz den Raum und dann drehen wir. So, zack. Oh, ja, halt dich fest. So, komm. Hau rein, ne? Denn zum Anfang des Streams müssen wir immer drehen. Das sind die Regeln des Death Reels. Und ich darf nicht rollen. Okay, das ist gerade zum Anfang richtig schön Shit. Richtig schön Shit am Anfang. Rollen. Hallo, Reike. Hallo, Eva. Herzlich willkommen. Huch, ziemlich früher Start. Hallo. Ja, sorry. Sorry. 18 Uhr heißt bei mir 18 vor 18. Nee, keine Ahnung. Sorry. Nächstes Mal mache ich pünktlich. Sorry dafür. Ich dachte, ihr freut euch, wenn ich ein bisschen eher anfange. I'm sorry. Okay. Ich glaube, wir sind soweit eigentlich mit dem Dungeon durch. Wir brauchen halt die Krafthandschuhe. Wir können theoretisch jetzt zum Boss gehen. Sprich hier. Oh Gott. Ach, das ist ein Eiszapfen. Da müsste doch eigentlich der Boss drin sein, ne? Ich war auf 18 Uhr eingestellt. Sorry, sorry, sorry. Ach du Scheiße, ich sehe ja schon wieder. Oh Gott, was ist denn hier los? Aber da... Okay, Dins Feuerentfernung könnte da helfen, ne? Oh Gott. Was passiert denn hier schon wieder? Sorry, das nächste Mal machen wir Punkt 18 Uhr. Alles klar, ihr habt mich überzeugt. 18 Uhr, das nächste Mal. So, dann haben wir das erstmal. Hä? Das da hinten ist auch eingeeist. Okay, ich brauch da gleich nochmal. Oh Gott. Hallo, Natsu. Na komm. So, Feuer frei. Das Ding tauchen wir auch noch auf. Und dann sind wir beim Boss. Vielleicht kriegen wir vom Boss ja das Dungeon-Item. Wer weiß. So, rein da. Mit einer Rolle kommst du da bestimmt gleich vorbei. Nein. Link, look out. That isn't normal water over there. Was ist denn das? Susanne hat wieder reingehauen, ja. Susanne haut immer rein. warum sind hier überall Enterhakenpunkte? Sind die im normalen Spiel auch? Okay. Was ist dein Lieblingstempel und warum? Das ist ganz einfach zu beantworten. Das ist der Waldtempel. Wurde auch schon sehr, sehr oft gefragt hier. Einfach wegen der Atmosphäre und der Musik. Und ich mag irgendwie allgemein Waldbereiche. Waldtempel. Saugeil. Liebe ich. Gerne. Die Susanne. Ach ja. So, ich bin gespannt. Dungeon-Item? Zum Beispiel Longshot wie im Randomizer. Hier? Ne, also wir haben jetzt den normalen... Hallo Morpher. Okay. Ich jump erstmal wieder rüber. So. Schauen wir mal, was wir gegen ihn ausrichten können. Theoretisch, wir können ihn besiegen. Wir haben halt nur eine kurze Lunde.
eine zu kurze Lunde. Kann halt ein bisschen länger dauern, das Ding. Ja, okay. Nein, jetzt hat er mich. Shit. Nein. Der zockt gut Leben, glaube ich. Und ich habe nichts zum Heilen, ne? Da muss ich aufpassen. Da muss ich echt aufpassen. ich bin einfach wieder runtergefallen. Da los. Hä, das ist aber nicht normal, oder? Normalerweise wirkt nämlich doch. Okay. Jetzt abhauen. Ich habe Angst. So. Oh ja, in der Luft erwischt. Nein, jetzt hat er... Feed. Komm schon. Kann man sich daraus befreien? Tatsächlich. Oh Gott. Bin im Wasser. Eine gute Idee, im Wasser zu sein. So, ich glaube, ich hoffe... Nein, der hat mich... Shit. Ist das mein Ende? Ist das mein Ende, Leute? Oder überlebe ich das? Überlebe ich das noch? Bitte, 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 bitte. Bitte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also ich will es ja nicht spannend machen oder so, ne? Oh Gott. Mann! Ich bin tatsächlich mit dem Enterhaken bin ich ein bisschen kurz angebunden. Dekonüsse? Ich wüsste nicht, dass Dekonüsse gegen den helfen. Falls du was weißt, was ich nicht weiß. Bitte, ich muss weg. Dekonüsse? Soll ich das mal ausprobieren? Also ich wüsste es nicht. So, zack. Okay, wir haben wieder nur einen Treffer gelandet. Das war nur minimal spannend. Mann! Oh Gott, nein! Hä, aber... Alter, dass ich ins Wasser gefallen bin, hat mich gerade gerettet, oder? Ich hab so Angst. Ich will nicht mehr. Oh Gott, hallo. Hallo. Hallo, Kirito. Was geht? Wir sind hier gerade minimal am Fighten. Ganz minimal. Ich hab Angst. Ich will nicht mehr. Okay, okay. Aber es sind immer noch zwei. Ich glaube, es gibt noch eine dritte Stufe, wo dann drei kommen, oder? Mann. Das gibt's doch gar nicht. Der hält einfach viel zu viel aus. Dieser blöde, komische Morpherball. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, es kommen aber noch drei Stück. Ja, ich bin zu schwach. Du hast eine Rolle benutzt. Nein, ich habe keine Rolle benutzt. Da musst du dich geirrt haben. Gott. Nee. Nee, 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 nee. Jetzt komm. Hä? Nein! Nein! Ich bin tot! Nein! Nein! Ich bin einfach in ihn reingelaufen. Oh, ouch. Kein Schild? Ja, das ist okay. Für den Kampf ist das okay. Versuch mal, wenn du den mit dem Enterhaken gecatcht hast, in die Ecke zu bringen. Ja, im Optimalfall mache ich das. Aber das muss halt so der Fall sein irgendwie. Du meinst dann am besten so von der Seite draufschlagen, ne? Okay, wir versuchen mal unser Glück.
So von der Seite draufschlagen, damit ich ihn in die Ecke catchen kann. Das ist halt nicht so leicht, gerade mit diesem kurzen Ding. Hä? Treffen wir jetzt gar nicht mehr. So hier meinst du, ne? Also, ja, ein bisschen optimaler. Aber diesmal schaffen wir es. Hast du eigentlich von der großen Fee im Vulkan die Fähigkeit geholt? Nee, ich glaub nicht, weil ich komme noch nicht rein. Hä, was ist denn hier? Also, sorry. So, jetzt komm. Es ist halt, das Ding ist zu kurz. So, jetzt. Ah, okay. Waren drei Treffer. War schon mal ein Anfang, oder? Ich glaube, damit kann man erstmal was machen. Jetzt funktioniert der Ton wieder. Okay. Dann war es... Okay, vielleicht nur ein Übertragungsfehler von YouTube oder so. Ja, ich mach's so. Shit. Also an sich ist das geil. So in die Ecke drängen. Oh Gott. Ich hab noch keinen Hammer, Chris. Ich hab noch keinen Hammer. Das ist das Problem. Okay, das ging jetzt gerade nicht anders. Die Kugel hat keinen Bock. Ja, die Kugel, die macht mich fertig hier. Oh Gott. Dili. Komm. So, jetzt. So ein bisschen seitlich, warte. Und. Jetzt spielen wir ein bisschen Ping-Pong hier. Ah, aber wieder drei Treffer. Sehr gut. Also, die Susanne hat auf jeden Fall gute Tipps auf Lager. So können wir auf jeden Fall was machen. Ja, mit dem Bekoron-Schwert wäre das halt easy, ne? Ja! Das ist ja ein Flummi, ey. Ein Flummi ohne Logik. Wie diese Bälle, die, wenn du die irgendwo hinwirfst, einfach irgendwo random hinspringen und du hast keine Ahnung wo. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. So, warte. Okay, ich glaube, der schlägt nochmal zu hier. Funktioniert ins Feuer entfernen? Ich habe noch nie ausprobiert, ob das Schaden macht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal ausprobiert. Was ist das denn? Okay. Der ist nicht leicht, der Boss. Ich habe damals einen Schreikampf bekommen beim ersten Mal. 12 Mal gestorben dort. Also eigentlich finde ich den nicht schwer. Aber die Umstände waren halt schlecht, sag ich mal. Weil eigentlich geht er schon schnell, wenn du das Bigoron-Schwert hast. Aber das ist, sind jetzt nochmal andere Umstände halt, ne? Was war das denn? Kann man halt nicht vergleichen. Mal abgesehen davon, dass ich hier noch eine kurze Lunde habe. Und nicht den normalen Enterhaken, den ich normalerweise an der Stelle hätte. Link bekämpft gegen, kämpft gegen den bösen Gummiball, ja. Nicht der Arschgummiball. So, jetzt. Nee. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, er kommt normal, ne? Ja. Nein! Aber es läuft besser. Es läuft besser. Bockloser Flummi, ja, ist der neue Name. Okay. Der bocklose Flummi. Mann, das ist echt. Ich weiß nicht. Ich finde das gerade so richtig beschämend, dass dieser Boss so lange dauert. Hast ja heute voll die Probleme. Ja. Normalerweise habe ich nicht so das Problem gegen den. Aber ich bin normalerweise halt auch gefeatet wie sonst was gegen den Boss. So, jetzt. Ah. Eine Runde Painting Ball. Der hat mehr Power als sonst, das weiß ich nicht.
Könnte sein. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Geil. Alucard, endlich mal Zeit fürs Live. Hallihallo, schön, dass du da bist. Habe ich jetzt eigentlich meinen Tränen frei? Das muss die liebe Susanne entscheiden, weil sie ja die Spendable war. Sie hat die Spendierhosen an. Aber meistens ist er eigentlich spendabel. Und ich trinke mal einen Schluck Tee, Leute. Ganz ehrlich, wird auch Zeit, dass wir den endlich besiegt haben. Wie lange hat denn das jetzt gedauert? 20 Minuten schon, ne? Flummi ist weggeflogen. Aber wir kriegen einen Herzcontainer. Oder ist das nur das Symbol? Ne, ist ein Herzcontainer. Haben wir irgendwo das Item verpasst? Ist das jetzt schlau rauszugehen? Na komm, wir gehen einfach mal raus. Ich meine, der Wasserstand steigt ja auf. Theoretisch, wir können angeln gehen. Theoretisch, wir können den Pfeil ins Feuer schießen und vielleicht den Feuerpfeil erhalten. Hast den Kompass nicht. Stimmt. Nee, Kompass? Ja dann, sobald einer Bock hat zu drehen, sagt Bescheid, Leute. Nice. Schick, nice. So, wir müssen... Geht gleich los, Toni. Ich will noch schnell den Pfeil in die Sonne schießen. Dann drehen wir. Jetzt drehen alle am Rad. Guten Abend, Zelda-Junge. Schreib doch mal, vielleicht hast du es ja nicht gesehen, du musst noch mal zurückgehen in den Brunnen und den Gehirnsauger besiegen. Okay. Was ist denn im Brunnen los? Will die Sonne abschießen, die arme Sonne. Ja, so ist das halt. So, warte, ich muss mich beeilen. Ich hoffe, es geht noch. Shit, ich hab's verkackt, glaube ich. Ich hab's verkackt. Oder hätte ich von hier machen müssen? Ich glaube, ich hätte es von hier machen müssen, ne? Okay. Müssen wir nochmal reingehen, Leute? Haben wir da jetzt noch was zu bekommen? Gehirnsauger hört sich toll an. Ja, wir hatten ja den Brunnen abgebrochen. Frage ist halt... Kommen wir in Brunnen weiter? Oder habe ich jetzt hier noch ein Item vorher zu erhalten? Können wir der Sonne zweimal spielen? Nee, das... Geht, glaube ich nicht. Ich glaube, die Sonne muss von alleine aufgehen. Ansonsten funktioniert das doch nicht, oder? Es sei denn, ihr habt da jetzt eine andere Meinung zu. Ich schätze, es wird im Brunnen sein. Was haben wir denn? Wir haben hier noch einen Haufen Schatzkisten. Im ersten Stockwerk. Im ersten Stockwerk. Brauchen wir da... Deine Frage war... Du musst in den Brunnen, ja, alles etwas... Was? Ist ja alles etwas... Da kommst du weiter. Du musst ihn nur besiegen. Du kannst ja den Grund später weitermachen. Aber wir können da was bekommen. Also hier haben wir auf jeden Fall noch 3 Schatzkisten. Kompass haben wir übrigens. Hallo Marco! Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Genau, ich glaube, das mit der Sonne funktioniert nämlich nicht. Wenn ich die Hymne der Sonne spiele. Wir gucken jetzt nochmal auf Etage 1 rein. Im letzten Randomizer hatte er sogar eine Castlevania-Melodie drin. Jeden Abend sind Zelda-Junges Videos bei mir am Start zum Einpennen. Eine Ehre. Danke. So, warte mal. Wir müssen... Wir sind jetzt in der ersten Etage. Und... Ja, die Frage ist, wie kommen wir da hin? Aber das ist... Im Original ging das mit der Hymne. Wir brauchen halt die Krafthandschuhe.
Guck auch gerade ein Live-Video, weil es kommt nur Schrott im Fernsehen. Ich mag auch aktuell Fernseher, mag ich gar nicht mehr. Ja, die Frage ist, kommen wir jetzt hier an der Stelle weiter? Warte mal, muss ich hier rein?